Hallo liebe Leute, ich begrüße euch auf meinem YouTube-Kanal Grenzen des Wissens. Ich habe heute zum ersten Mal hier unten in meinem kleinen Studio zu Hause einen Gast. Und zwar Professor Dr. Dr. H.C. Wolfgang Eberhard. Und er ist emeritierter Professor, war aber Professor an der TU Berlin und ist immer noch in einem Beraterjob tätig am CFEL in Hamburg. Und CFEL, das ist ein Forschungsinstitut für Synchrotronstrahlung und für Laser auf dem Gelände des DESI in Hamburg. Ja, und er hat ein neues Buch geschrieben und dieses Buch, das will er jetzt im Folgenden selber vorstellen. Ich habe hier das Buch mal in der Hand, ist also ziemlich dick und groß und es heißt, der Titel, hier sehen wir es nochmal in groß, Designing the Energy System of the Future, und er schlägt darin vor, wie wir ohne allzu große Änderungen unserer Lebensart in den westlichen Ländern, aber eigentlich in allen Ländern der Welt, wie wir ohne zu große Änderungen unserer Lebensgewohnheiten das Klimaproblem in den Griff bekommen können. Und da gibt es ein paar ganz interessante Punkte, die wirklich beachtenswert sind. Aber das wird er im Folgenden selber näher beschreiben. Das Buch ist im Augenblick nur englisch verfügbar auf Amazon für $14,99. Aber bis Weihnachten 2021, also in 2 Monaten, da wird es das dann auch in Deutsch geben. Ist also ziemlich preiswert. Vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund von Professor Wolfgang Eberhard. Er hat in Gießen und Hamburg studiert und 1978 dort graduiert, also Studium abgeschlossen, und ging dann in die USA. Und zwar zunächst an die University of Pennsylvania und wurde dort Assistant Professor. Er wechselte 1983 in ein Privatindustrie-Forschungslabor, und zwar in das Forschungslabor von Exxon. Und dort hat er sich auch zum ersten Mal intensiv mit dem Problem Energie, ist ein Erdölkonzern Exxon, mit dem Problem Energie beschäftigt und war auch beteiligt an einem größeren Report des Departments of Energy, also das ist ein Ministerium der Regierung in Washington. 1991 entschloss er sich dann zurückzukehren nach Deutschland und wurde Direktor am Institut für Festkörperforschung im Forschungszentrum Jülich und Professor an der Universität zu Köln. Dann wechselte er wieder 2009 nach Berlin und wurde Leiter oder Direktor des BESSI. Das ist ein Synchrotron, also ein großes Forschungszentrum in Berlin. Und er wurde dann auch Leiter des Energy Research, also das ist eine Abteilung im Helmholtz-Zentrum in Berlin. Also Energie, und war da für alle Bereiche der Energieforschung in diesem großen Forschungszentrum in Berlin, als Helmholtz-Zentrum, zuständig. Und ab 2011 war er dann eben auch Professor am CFEL in Hamburg. Das ist also so ein bisschen zum Lebenslauf von Professor Eberhard. Diese Energiefragestellung zieht sich wie ein roter Faden dadurch, hat sich mit allen Formen der Energieerzeugung beschäftigt, und das hat er in diesem Buch sehr schön beschrieben und entwickelt eben eine Strategie, wie wir dieses Klimaproblem also einigermaßen erträglich, also mit bestimmten Umstellungen, aber machbaren Umstellungen global in den Griff bekommen können. Aber jetzt räume ich die Bühne für Professor Eberhard. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Vorstellung meines Buches über die Ausgestaltung der Energiewende. Und ich möchte mich ausdrücklich auch bei Gerd Gante dafür bedanken, dass er mich eingeladen hat, das hier auf seinem YouTube-Kanal zu präsentieren. Die Energiewende ist in aller Munde. Das Klimaproblem wird auf vielen Konferenzen und immer wieder in der Politik besprochen. Und die Politiker sind in einem totalen Bieterwettkampf, in dem jeder versucht, den anderen auszustechen und zu überbieten, wie viel das CO2, was ja den menschengemachten Klimawandel verursacht, jetzt wirklich reduziert werden soll. Das Problem ist, keiner von ihnen sagt, wie das passieren soll. Und es gibt wilde Vorstellungen darüber. In diesem Buch, was man hier auch nochmal sieht im Titel, habe ich versucht, ein Modell darzustellen, wie das wirklich erreicht werden kann. Und zwar, wie es erreicht werden kann, ohne dass wir im Wesentlichen unseren Lebensstandard einschränken müssen und ohne dass wir den Leuten, die eben noch nicht auf dem gleichen Lebensstandard sind, wie zum Beispiel in Südostasien, dieses auch vorenthalten müssen, sondern denen selbst einen gehobenen Lebensstandard anbieten können.
auch im Hinblick auf das Wachstum der Weltbevölkerung. Wenn wir zurückgehen auf das Jahr 1800, dann war alles prima in Ordnung. Die Welt hat gelebt von erneuerbaren Energien, das Klima war ganz toll und dann hat die industrielle Revolution angefangen. Eine der wichtigsten Entwicklungen der Menschheit. Es wurde fossile Energie dazu eingesetzt, um Kräfte zu realisieren und zu nutzen, die weit über das, was das Mensch oder Tier leisten können, hinausgehen. Und insofern wurde die Produktionskapazität für Lebensmittel, Industriegüter drastisch angehoben, aber auf Kosten dafür, dass wir eben aus der Erde die Sachen ausgebuddelt haben, die dort vor Jahrmillionen eingelagert wurden. Das hat, wenn wir uns die Bevölkerung anschauen, zu einem Wachstum der Bevölkerung geführt. 1800 waren ungefähr eine Milliarde Menschen auf der Welt. Nach 1950, nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist diese blaue Kurve hier, ist es nochmal ganz drastisch angewachsen. Inzwischen haben wir die Grenze von 8 Milliarden Einwohnern für unseren Planeten, für unser Raumschiff Erde erreicht. Und die Frage ist natürlich, wie hoch ist die Kapazität, wie viel können wir überhaupt hier ernähren und leben lassen und leben. Die rote Kurve zeigt die Steigerungsrate, die ist jetzt leicht im Rückgehen. Trotzdem werden wir 10 Milliarden auf jeden Fall noch innerhalb dieses Jahrhunderts erreichen. Wie schon gesagt, die Nutzung der fossilen Treibstoffe und Energie hat dazu geführt, dass die CO2-Gehalt in der Atmosphäre drastisch angestiegen ist. Und wir haben jetzt von einem Niveau von 280 Teilen pro Million auf über 400 Teilen pro Million ist es angestiegen. Wir haben jetzt ein Niveau erreicht, was wesentlich höher ist als alles, was gemessen wurde, beobachtet wurde, seit Menschen auf der Erde leben. Das führt dazu, dass sich unser Klima verändert. Und wir reden einfach von Klimawandel, Klimakatastrophe, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte. Aber das Klima der Erde ändert sich. Und das ändert sich in einem sehr, sehr schnellen Zeitraum. Und das ist einfach bedenklich. Und wir müssen dem Einhalt gebieten. Wir müssen also unser Energiesystem nachhaltig gestalten und im Wesentlichen den CO2-Ausstoß drastisch reduzieren. Was ist die Herausforderung an solches Energiesystem? Wir haben eigentlich drei Aspekte zu berücksichtigen. Wir müssen die Sicherheit berücksichtigen, wir müssen die Wirtschaftlichkeit berücksichtigen und auch den Umweltschutz. Im Moment ist unser Energiesystem so gestaltet, dass hauptsächlich Sicherheit und Wirtschaftlichkeit berücksichtigt werden und der Umweltschutz leider vernachlässigt würde. Wir müssen diese Balance korrigieren zu einem Gleichgewicht, dass wir eben eine langfristig gesicherte Versorgung haben, geringes Gefahrenpotenzial. Wir wollen unseren Wohlstand behalten, nicht auf das Niveau von 1800 zurückgehen. Und wir wollen auch weiter ökonomisches Wachstum erlauben für die Leute. Wir müssen mehr produzieren, wenn mehr Leute auf der Erde leben. Und es muss finanzierbar sein. Wir müssen die Finanzen und Kosten kontrollieren können. Und die Umwelt muss geschont werden. Wir müssen Rohstoffe und Abfall berücksichtigen. Das CO2, was die Ursache des Klimawandels ist, müssen wir unter Kontrolle bringen. Und wir dürfen auch nicht zu viel Land und Wasser benutzen, denn wir wollen die Weltbevölkerung weiter ernähren. Wie das geschehen kann, wurde schon mal in diesem Bericht hier beschrieben. Ich war eingeladen, vor mehr als 10 Jahren für die amerikanische Regierung daran mitzuarbeiten. Und die Antworten, die da gegeben sind, sind sehr, sehr einfach. Die Lösungen sind, wir müssen Strom produzieren, ohne gleichzeitig CO2 zu produzieren. Für den Verkehr und andere Sachen wird noch Treibstoff benötigt, flüssiger Treibstoff. Den müssen wir CO2-neutral erzeugen durch elektrochemische Prozesse, indem wir Überschussstrom zum Beispiel katalytisch umwandeln.
CO2, was eingefangen wurde, wieder in Kohlenwasserstoffe umwandeln und dann das im Flieger verbrennen. Und es hilft auch, wenn wir uns um die Energieeffizienz kümmern. Denn im Moment wird mehr als die Hälfte der eingesetzten fossilen Energie verpufft einfach in, nicht in Nutzenergie, sondern in ungenutzter Wärme. Und da können wir massiv was einsparen, denn es geht uns darum, die Nutzenergie zu erhalten und nicht die Verluste. Man kann es auch noch mal einfacher ausdrücken. Wir müssen im neuen Energiesystem einfach eine der größten Erfindungen der Menschheit, das Feuer, total aus diesem System verbannen. Wir dürfen nicht mehr mit Kohlestrom, über Kohleverfeuerung Elektrizität erzeugen, sondern wir müssen das mit Wind, Wasserkraft und Photovoltaik machen. Und wir müssen auch im Gebäude für Heizung und Kühlung Wärmepumpen und Solarspeicher mit einsetzen. Und auch im Verkehr, das ist eines meiner Lieblingsbeispiele und das ist der Tenor auch in meinem Buch. Wir wollen unsere gewohnten Umgebung, unsere westlichen Standards nicht aufgeben und zurückführen, sondern wir wollen auch den Spaß noch behalten. Deshalb habe ich das Beispiel hier gewählt. Was man hier im Verkehr sieht, ist das Beispiel eines Porsche und eines Tesla. Und wenn wir uns die Verbrauchsdaten angucken, das heißt, dieses Auto bewegt sich für 100 Kilometer, dann braucht das knapp 10 Liter Sprit. Der Tesla braucht 20 Kilowattstunden elektrische Energie. Das sind die rohen Zahlen jetzt für die gleiche Transportleistung. Wenn ich das aber umrechne, diesen Sprit, dann komme ich auf ungefähr 90 Kilowattstunden Energie, die ich da eingesetzt habe. Während es hier 20 sind, das heißt, ich habe einen riesen Faktor gleich gewonnen, dadurch, dass ich mich elektrisch vorwärts bewege. Und das müssen wir nutzen. Und das ist ein Faktor, der in der ganzen Diskussion über E-Mobilität sehr, sehr wenig bisher berücksichtigt wird. Wie sieht's aus? Wir sind im Moment auf einem Pfad, der nicht nachhaltig ist. Sondern nach allen Planungen, alles, trotz des Pariser Klimaabkommens, alles, was bisher konkret in Planungen für Kraftwerksinstallationen und sonstige Änderungen sind, führt das dazu, das ist eine Projektion einer der Ölfirmen, aber es gibt andere Projektionen, die ganz ähnlich sind oder sogar noch mehr Ansteig zeigen, führt das dazu, dass das CO2, was der wesentliche Verursacher des Klimawandels ist, weiter in der Atmosphäre ansteigt. Und was man hier auch sieht, wir dürfen uns nicht nur um die Elektrizitätserzeugung kümmern, sondern wir müssen auch sehen, was wir in den anderen Bereichen, wie im Verkehr, wie in den Häusern und wie in der Industrie, es erreichen können, um dort CO2 einzusparen und weniger auszustoßen. Das geschieht hier leichter und hier auch als zum Beispiel in der Industrie, weil dort heißt es, dass man dann ganze Prozesse umgestalten muss und das sind riesige Maschinen und Anlagen, die dahinter stehen. Ich habe in meinem Buch jetzt ein Schema vorgestellt oder stelle ein Schema vor, wie wir es schaffen können, die CO2-Emissionen über die nächsten 20 bis 30 Jahre drastisch zu reduzieren. Und zwar auf mehr als oder auf weniger als die Hälfte der heutigen Emissionen. Warum ist das signifikant? Oder erst einmal möchte ich darauf eingehen, es geht hauptsächlich über eine Reduktion in der Erzeugung von Strom, wobei hier mit eingerechnet ist, dass die Stromerzeugung, der Strombedarf über diese 30 Jahre deutlich anwachsen wird. Wir haben fast doppelt so viel Strom hier stellen wir zur Verfügung in diesem System und in diesem Modell, als wir zurzeit das zur Verfügung stellen, weil einfach für den Verkehr mehr Strom benötigt wird, weil wir für Gebäude mehr Strom benötigen. Trotzdem gehen die CO2-Emissionen runter. Und dann auch im Verkehr werden die Emissionen drastisch runtergehen und etwas weniger, in der Industrie, weil dort die Prozesse und der Ersatz länger dauert. Die Hälfte der CO2-Emissionen, das ist
was man als Net Zero betrachten kann. Denn wir wissen auch schon heute, und das ist, geht auf Beobachtungen über mindestens 60 Jahre zurück, dass nicht alles CO2, was wir wirklich emittieren, wirklich in der Atmosphäre landet, sondern weniger als die Hälfte. Und das ist das Problem. Die andere Hälfte wird aufgenommen vom Ozean und wird aufgenommen von den Pflanzen an Land. Das CO2 ist ein Düngemittel, was einfach dazu führt, dass Pflanzen besser wachsen, weil die das für das Wachstum brauchen. Und das heißt, wenn wir es schaffen, auf dieses Niveau zu kommen, dann wird, wenn diese anderen Prozesse nicht gestört werden massiv, dann wird der CO2-Gehalt in der Atmosphäre runtergehen. Das erkläre ich in einem zweiten Video nochmal etwas genauer. Aber das ist die Quintessenz, auf der mein Buch basiert ist und auch auf der die Modelle sind, wie wir das Ganze umgestalten. Wie können wir das schaffen? Was sind die erforderlichen Maßnahmen? Das will ich nochmal ganz kurz hier darstellen. Wir müssen Kohlekraftwerke eliminieren. Das führt nicht nur dazu, dass das CO2 eliminiert wird, sondern es geht uns auch gesundheitlich besser. Weil gleichzeitig, wenn wir das schaffen, werden Schwermetallemissionen lokal hier direkt dort um die Kohlekraftwerke in der näheren Umgebung und Kohlenstoffpartikelemissionen drastisch runtergehen. Das Beispiel dafür haben wir gesehen, das war ein tolles Experiment, was die Chinesen zur Olympiade in Beijing gemacht haben. Die haben das einfach alles abgeschaltet und gleich wurde es viel besser. Während der Corona-Epidemie hat man das Gleiche in Indien gesehen. Ja, da gab es viel mehr, durch die Lockdowns gab es viel weniger Verkehr. Und die Luft wurde viel besser. Das geht instantan. Toll, wir wissen, sowas garantiert Erfolg. Wir müssen weiterhin für den Landverkehr, dort ist es möglich, weitestgehend Verbrennungsmotoren eliminieren und die durch elektrische Antriebe ersetzen. Auf der Straße, auf der Schiene, wo auch immer. Und wir müssen, wo es geht, für die Erzeugung von Wärme und Kälte Wärmepumpen einsetzen. Dadurch wird der Klimawandel und die lokale Umweltverschmutzung drastisch reduziert bzw. beseitigt. Dieses eröffnet den Nationen, die da die Vorreiter sind, auch weltweit neue Marktchancen, diese Technologien dann wirklich zu verbreiten. Und wir brauchen tatsächlich jetzt dringend durch die Regierung unterstützt eine stetige Umsetzung dieses Konzepts, das immer weitergeht und ein klares Endziel hat und nicht von Lobbyisten und Partikularindustrie-Interessen zu stark beeinflusst wird. Und mehr Details dazu können Sie jetzt hier in diesem Buch finden, was demnächst auch in Deutsch zur Verfügung stehen wird. Vielen Dank.